Hallo ihr Lieben, willkommen wieder zum Sonntagsvlog. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich glaube ich jetzt schon das dritte Mal in Folge Sonntag angefangen habe zu filmen, spannenderweise. Ich habe auch wieder eine To-Do-Liste gemacht und ich glaube langsam fetzt mir das, immer mit euch meine Sonntags-To-Do zu machen. Und bevor ich aber mit euch zu dieser To-Do-Liste komme, die auch wieder ordentlich vollgepackt ist, aber trotzdem entspannt. Also ich finde, für Sonntag geht's. Ich habe diese Woche 5 Bücher gelesen. Und dadurch, dass heute Sonntag ist, dachte ich, wir machen quasi mal eine alte Lesewoche. Weil ich glaube, das letzte Update vom letzten Vlog habe ich euch am Montag aufgenommen. Und euch erzählt, dass ich letzte Woche Sonntag und Montag die ersten 170 Seiten in Das Leben und das Schreiben von Stephen King gelesen habe. Ein fantastisches Buch, was ich dann, glaube ich, auch am Mittwoch beendet hatte oder so. Also 4 Tage habe ich gebraucht und es ist mein letztes Mai-Buch. Und da der letzte Vlog aber schon so lang war, dachte ich mir, ich nehme das einfach mit in diesen Vlog. Ja, vielleicht drehe ich auch noch eine Einzelrezi, da muss ich nochmal in mich gehen. Ansonsten ein fantastisches Buch. Also ich habe es wirklich gesuchtet. Ich kann die Kritik an dem Buch, die ich schon so oft gehört und gelesen habe, überhaupt nicht verstehen. Es liest sich weg wie warme Semmeln. Und ja, ist so ein bisschen 3 oder 4 geteilt, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja, wenn man die Nachträge mitnimmt, man hat einen großen Teil über Stephen Kings Leben, wo er so ein bisschen beschreibt, wie das Schreiben ihn beeinflusst hat. Ich glaube, wenn ich Beispiele nennen möchte, mache ich euch doch mal noch eine Rezi. Dann hat man einen kleinen Teil, wo er so ein bisschen über den Werkzeugkasten spricht, was ein Autor haben sollte. Dann hat man nochmal einen etwas größeren Teil über das Schreiben und einen kleinen Nachtrag, weil das Buch hat er angefangen zu schreiben kurz vor seinem Unfall. Er ist ja mal von einem Autobus gerammt worden. VW-Bus, ich glaube so ein Mittelding war das. Und ja, lag dann jetzt halt im Krankenhaus und hat danach dieses Büchlein weitergeschrieben und hat quasi diese Nachträge noch mit eingefügt. Ich fand es wirklich mega spannend, A, ihm über die Schulter zu gucken und B, es hat mich wahnsinnig inspiriert, diese Woche, während ich selbst beim Schreiben war und sehr gestruggelt habe. Ich finde nämlich, dass ich wirklich gute Ideen habe, dass ich meine Bücher sehr gut planen und plotten kann, also auch was den Spannungsaufbau angeht und dass das alles Sinn ergibt. Aber meine Kapitel lesen sich manchmal, als ob eine 10-Jährige sie geschrieben hätte. Und das liegt hauptsächlich daran, nicht, dass ich das Deutsche nicht mächtig wäre, sondern ich kann das, was in meinem Kopf vorgeht, manchmal einfach nicht ausdrücken. Und damit ich aber weiterkomme, man sagt ja immer, den ersten Entwurf erstmal schreiben und nach Möglichkeit auch so schnell wie möglich und dann überarbeiten. Und da mache ich erstmal nur weiter und schreibe hin, was mir gerade so durch den Kopf geht und damit ich in der Handlung vorankomme. Und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob das die richtige Herangehensweise ist. Und da hat mir Stephen sehr, sehr geholfen, hat mich wirklich sehr inspiriert, war ein schönes Buch. So, und dann, wo ist meine Liste? Dann habe ich, das habe ich auch im alten Monat angefangen und am 1. Mai beendet, ich habe am 1. Mai 3 Bücher gelesen, 2 ganz und 1 habe ich beendet, die Ellingham Academy 2. Ich hatte mir den ersten Teil im März geholt und dann gesuchtet und am Ende war ein mörderischer Cliffhanger. Oh, mein Kürbis schimmelt. Ich habe hier einen Kürbis seit Oktober und einen konnte ich trocknen und der zweite will nicht. Schade. Wir warten darauf, dass die Eisheiligen vorbei sind. Wir haben nämlich 6 oder 7 Kürbisse vorgezogen und der eine ist mittlerweile, der überragt das Fenster und hat auch schon die ersten 2 Blüten. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Ich hoffe, er überlebt das, wenn wir ihn aussetzen. Das ist übrigens ein Spaghetti-Kürbis. Wir haben 2 Spaghetti-Kürbisse aus dem Spaghetti-Kürbis letztes Jahr. Und naja, später mehr dazu. So, Ellingham. Und
Ich hatte am Ende gesagt, nein, ich lese den zweiten Band erst später, weil der dritte kommt ja frühestens im Frühjahr 2021 raus. Nun habe ich es mir einfach als Hörbuch geholt und gehört und es war wieder super spannend. Es ist einiges aufgelöst worden. Wer 1936, 38, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Alice entführt hat, die Tochter von Ellingham, das hatte ich mir schon gedacht. Es ist aber immer noch unklar, wer diese ganzen Morde in der Jetztzeit begeht. Der einzige Grund, warum der Band wieder keine 5 Sterne von mir bekommt, ich komme mit David nicht klar. Also ich erzähle euch jetzt nicht nochmal die ganzen Handlungen, entweder ihr kennt es oder habt mein Video gesehen, oder erzähle ich es euch nochmal. Wir haben eine Protagonistin, wir haben die Ellingham Academy, dort sind hochbegabte Schüler und die Stevie wird dorthin eingeladen, weil sie so eine Art Sherlock-Genie ist und Fälle aufklärt und in den 30er Jahren ist die Frau und die Tochter von Ellingham entführt worden und sie möchte das aufklären und in der Jetztzeit gibt es ebenfalls Tote. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber gut, weil da gibt es noch 1000 Nebenstränge und Nebenprotagonisten. Fakt ist, da ist ein David und das ist so ihr Love Interest und der ist völlig unauthentisch. Also wie der sich verhält, also ja, der ist ein bisschen kratzbürstig und er ist ausreichend nach Hause und er kommt damit nicht klar und er möchte sich daraus befreien aus seinen Ketten, aber ich finde alles, was er tut, einfach unverständlich. Nicht die Handlung an sich, ne, dass man halt auch mal Scheiße baut, sondern wie es geschrieben ist. Also ich finde diesen Jungen total unauthentisch und ich verstehe das einfach nicht, wie man, davon abgesehen, dass ich selbst zu tun habe, meine Bücher zu schreiben, aber ja, ich finde alle Szenen mit ihm merkwürdig. Also wirklich komisch geschrieben. So, hat aber ansonsten sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls gelesen am 1., davon abgesehen, dass heute erst der 3. Mai ist, das Mega-Game. Ich hatte ja 2 solche Pocket Escape Books, wo man eine Einleitung hat und dann kommt man quasi in einen Raum. Und das sind ja so verschiedene Gegenstände, die man miteinander kombinieren kann. Vorher hatte man diese ganzen Wörter, UN für Untersuchen, OF für Öffnen oder was weiß ich. Und wenn hier Mobiltelefon ist, dann ist es dann MO oder MT. Und da musste man quasi immer diese 4 Buchstaben hier hinten nachschlagen. Und dann hat man eine Zahl bekommen und dann hat man bei der Zahl weitergelesen. Es war ein bisschen kompliziert, damit man sich halt auch nicht selbst verrät bei diesen Lösungen. Und jetzt, das haben sie echt gut gemacht, gibt es hier so eine Matrix. Wo ist sie denn? Ein Decoder. Und da kann man direkt kombinieren. Ne? Hier hat man diese Gegenstände, die man nutzen kann, Spielkonsole, Mobiltelefon. Und hier ist dann quasi untersuchen, öffnen und dann kommt man auf die Zahl, indem man das verbindet und kann dann hinten nachschlagen. Wesentlich besser, ich kann aber immer noch empfehlen, wie beim ersten Buch auf dem Handy auf der Seite von Ullmann, da muss man sich nicht mal die App runterladen, sondern man wird da einfach weitergeleitet, dort die App nehmen und da muss man nämlich mittlerweile auch nicht mehr diese 4 Buchstaben eintippen, sondern kann einfach klicken. Also ich klicke auf Mobiltelefon und dann fragt er mich öffnen, untersuchen, was auch immer. Sehr gut gelöst, dass sie sich da weiterentwickelt haben und diesmal habe ich auch keine 59 Minuten gebraucht, sondern 44 Minuten. Hat mir gut, super gut gefallen und man ist quasi, ein Freund ist verschwunden und man taucht in dieses Mega-Game ein. Ist irgendwie so eine Art verzauberte Spielekonsole. Man muss 3 Spiele bestehen. Man ist auf einer Insel mit einem Piratenschatz, dann in einem Vampirschloss und das dritte, ach, Schlacht der Druiden, man ist im Weltall, das hatte ich irgendwie verdrängt. Ja, hat mir super Spaß gemacht und ich finde es extrem gut, dass sie das mit diesen doppelten Dekodieren rausgeschmissen haben und dass das Spielprinzip jetzt sozusagen ein bisschen leichter und fluffiger zu spielen ist. Jo. Das wird ein ziemlich langer Quatsch-Vlog, aber das ist ja auch der Grund, warum dieses Video heute nur am Sonntag gedreht wird. Ich habe einfach zu viele Bücher gelesen. Ja, die nächsten 2 Bücher sind relativ kurze. Das eine war sehr cool und das andere so, naja.
Als ich aus der Klinik kam, hat mir mein Spatze ja ein ganzes Paket voller Robert Lowenstein Bücher gekauft gehabt, weil ich da gerade dabei war, ein Kinderbuch zu schreiben. Nicht das, was ich jetzt tatsächlich geschrieben habe, aber eins, was ich jetzt nach diesem schreiben möchte. Also mein drittes Buch wird wieder ein Kinderbuch. Und ja, wir sind beide in unserer Kindheit von diesen Gänsehautbüchern geprägt worden und deswegen habe ich jetzt quasi Tausende davon und möchte sie nach und nach weglesen. Der Schrecken, der aus der Tiefe kam. Ein sehr witziges Buch, auch ein bisschen spannend, was mich sehr inspiriert hat. Ich habe da jetzt gleich schon wieder zwei Ideen für andere Bücher. Immer aufschreiben und dann später drum kümmern oder auch nicht. Oh, hier steht sogar eine Telefonnummer drauf. Auch nicht schlecht, das hätte ich ja vielleicht mal doch weggemacht. Bei der Vorbesitzerin steht hier. Nun ja. Und zwar ist man auf einem Ausflug, der Onkel der Protagonisten, es geht ja meistens um Geschwister, ist Tiefseeforscher und ja, es gibt einen Hammerhai und es gibt eine Meerjungfrau und die Meerjungfrau wird gefunden und es ist eigentlich gar nicht so gruselig. Also ich glaube, von allen Gänsehautbüchern, die ich jemals gelesen habe, war das, glaube ich, das ungruseligste, aber trotzdem mit einer schönen Handlung. Weil der Protagonist, Billy, ist ja witzig. Die Protagonisten aus beiden Bänden heißen Billy. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der möchte immer zu einem roten Korallenriff schnorcheln. Und dort soll er aber nicht hin und irgendwie soll dort ein Ungeheuer sein und er findet dann halt diese Meerjungfrau und es ist eher ein Abenteuerbuch, weil da kommen dann Enzo und noch irgendwelche anderen Schmuggler und sind dann quasi hinter dieser Meerjungfrau her. Also hier fehlt so ein bisschen der Horroraspekt, war aber eine trotzdem schöne Geschichte, also auch moralisch schöne Geschichte, hat mir gefallen. Und dann mein letztes aktuelles Fear Street Buch, das letzte, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Davon abgesehen, dass ich das Video noch nicht hochgeladen habe, das gleich mehr dazu. Und das letzte Fear Street Buch hat mir richtig gut gefallen. Und das war irgendwie ein bisschen Schrott. Eiskalte Vergeltung. Dieser Kuss wird dein letzter sein. Und hier geht es auch um Billy, der zu dieser Insel in Sandy Hollow, also in Sandy Hollow macht er mit einigen Freunden Urlaub. Und verbringt dort den Sommer und ein Jahr zuvor ist dort seine Freundin von Vampiren getötet worden. Und er möchte jetzt diese Vampire ausrotten. Ist von der Handlung her total in Ordnung. Das Blöde ist bloß, es ist immer und immer wieder dasselbe passiert. Also er ist immer wieder durch die Gegend gerannt, hat seine Freunde gesucht, irgendwelche Mädels verdächtigt, die Vampire sein könnten. Und hat sich aufgeregt und von Vampiren erzählt und keiner hat ihm von den Vampiren geglaubt. Und das quasi in Endlosschleife. Also hier hat irgendwie so ein bisschen meiner Ansicht nach der Plot gefehlt. Natürlich gab es zum Schluss den typischen Robert Lowenstein Turn, sowas ähnliches wie bei der Fitz, wie beim Fitzek, ja, sage ich immer. Am Ende ist noch mal alles ganz anders. Spannenderweise, aber das war auch das einzig Coole in dem ganzen Buch. Also ich muss sagen, das gehörte irgendwie mal wieder zu den ungelungeneren Robert Lowenstein Büchern. So, und da habe ich mein Sub gut abgebaut. Ich habe nämlich den Stephen King, habe ich ja wie gesagt im Mai gelesen, jetzt zum 3.5. schon die ersten vier Bücher für den Mai gelesen und ich hatte noch keinen Neuzugang. Ich glaube, das ist für mein Sub erstmal ganz gut. Jo, das war jetzt erstmal meine Lesewoche. Kommen wir zur Sonntags-To-Do-Liste in meinem Quatsch-Vlog. Ja, die Liste ist ein bisschen länger. Es stehen zwei Punkte drauf, die ich eigentlich gestern schon gerne abgeschlossen hätte. Ich habe nämlich den Vlog, der heute online kommen soll, von der Woche zuvor, gestern geschnitten gehabt. Und das hat auch ganz schön lange gedauert, weil ich habe ganz schön kl viele kleine Schnipsel aufgenommen und kurz vor Ende ist mir das Programm abgestürzt. Und ich werde jetzt mindestens eine Stunde nochmal damit zubringen, diesen Vlog zu schneiden. Das hatte ich mir heute Morgen eigentlich anders vorgestellt, aber gut, es ist jetzt erst 8:26 Uhr mittlerweile.
Bis um 10 habe ich das Video online und dann können wir quasi mit dem restlichen Tagesgeschehen weitermachen, ärgerlicherweise. Okay, ich zeige euch mal die Liste und dann würde ich sagen, im Laufe des Tages mache ich euch nur noch kurze Updates, was gelaufen ist. Und zu meinem Currently Reading erzähle ich dann später etwas. Wir lesen nämlich seit dem 1. Mai das 9. Haus. Heute ist der 3. Abschnitt drin. Ich bin gestern quasi schon in der Mitte oder... Naja, ich habe die ersten 2/3 des 4. Abschnitts bereits gelesen. Ich war jetzt auch die Erste, die bis jetzt und die Einzige, die in meiner Leserunde kommentiert hat. Ich finde es zurzeit ein bisschen schwierig mit der Leserundengeschichte. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich das jetzt nicht so regelmäßig gemacht habe, aber... bin ich nicht so happy und aktuell ist es so, dass ich dieses Buch wahrscheinlich mehr oder weniger alleine lese. Und darüber erzähle ich euch aber später was, weil ich bin mit der felsenfesten Überzeugung, dass ich heute noch den 4. Abschnitt beende und mich in den 5. vorwagen werde. Jo, weil ist spannend. Der Anfang war ein bisschen holprig. Weil Leigh Bardugo hat irgendwie manchmal so ein unbequemen Schreibstil beziehungsweise eine Art, die Protagonisten so unbequem wie möglich zu machen. Ich sag nur Cass. Aber ja, mittlerweile bin ich drin und die Handlung ist äußerst interessant und erzählt in verschiedenen Zeitebenen. Und ja, ich bin da sehr gespannt, was in der Jetztzeit passiert und was eigentlich... damals passiert ist, als der Darlington verschwunden ist oder was auch immer mit ihm passiert ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal zur To-Do-Liste. So, hier hätten wir das gute Stück. Ich muss später noch filmen das Gewinnspiel, weil von Ullmann Medien hatte ich ja auch ein Escape-Book an euch zu verlosen. Ich muss den Log nochmal schneiden und hochladen, was ja gestern nicht funktioniert hat. Dann das übliche Sonntags-Blabla, Bad putzen, Schlafzimmer aufräumen, Küche aufräumen. Ich möchte schreiben. Ich möchte lesen. Ich melde mich in der Leserunde des 9. Haus zurück. Ich möchte 3 Rezensionen schreiben und die Hasis kuscheln. Spazieren gehen habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Das würde ich wetterabhängig machen, weil zurzeit regnet es, was ich sehr, sehr, sehr nett finde, auch für unseren Garten. Die letzten 2 Tage hat es auch ein bisschen geregnet. Es hat ja das ganze Jahr bis jetzt noch nicht geregnet und es wird sozusagen ein bisschen Zeit. So, ich lege jetzt mal los mit dem Schneiden, damit wir hier langsam ein bisschen vorankommen am Sonntag. Und ich würde sagen, bis später. So, hallo ihr Lieben, mit diesem fantastischen Licht, ich bin selbst ein bisschen irritiert, aber gut, es ist draußen stockdunkel, also alles was ihr sehen könnt ist künstliches Licht, gefällt mir ja immer nicht so, aber was will man machen? Es ist Montag, kurz vor 10 und draußen ist es duster, ich genieße das aber zurzeit sehr, weil wir haben ja den Garten, der natürlich ständig unterbewässert ist, letztes Jahr ja auch schon. Und ja, dass es ab und zu mal ein bisschen regnet und dass zurzeit nicht ganz so stark die Sonne scheint, das scheint dem Garten sehr gut zu tun. Und ja, hier drin findet auch ganz viel coole Anzucht statt. Wir haben ganz viele Kürbisse und Chili und Tomaten und zurzeit ziehen wir Mais vor zum ersten Mal. Ich freue mich schon total und in 2 Wochen werden die Eisheiligen vorbei sein und dann geht es los. Jo, ansonsten, ich bin schon seit ein paar Stunden wach, obwohl ich mich immer noch extrem müde fühle. Aber gut, wir sind wie immer um 7 aufgestanden. Und an den 2 Schultagen, die ich habe, muss ich
um 6 und 5.30 Uhr aufstehen. Deswegen ist es ganz nett, an freien Tagen bzw. an Homeoffice-Tagen um 7 aufzustehen. Jo, ich habe heute Morgen schon fleißig meinen Unterricht vorbereitet, weil ich nämlich diese Woche Mittwoch und Donnerstag zum ersten Mal unterrichte. Die letzten 2 Wochen hatte ich ja hauptsächlich Hygieneaufsicht und halt Homeoffice. Aufgaben erstellen, Schüler-E-Mails beantworten und Aufgaben korrigieren, weil das wird jetzt auch eine Weile parallel so weiterlaufen. Ich denke, es wird Klassen geben, die bis zum Ende des Schuljahres zumindest bei mir wahrscheinlich kein Ethik haben werden. Und vor allen Dingen, weil ja die Klassen mit maximal, also in Kleingruppen unterrichtet werden. Und wir haben nun mal einige Klassen mit 30 Schülern und ja, da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht, weil in allen Schulen ist ja quasi das Lehrerkontingent ganz eng gestrickt und ja, es gibt halt Gründe, warum die Klassenstärke 30 Mann ist, obwohl das nicht toll ist, aber ja, man hat halt zu wenig Lehrer und man gibt für Lehrer zu wenig aus. Also die Schulen sind ja meistens nur so ausgerüstet, dass es gerade so reicht. Es ist eigentlich alles traurig, aber gut. Wir werden sehen, was Corona noch mit unserem Bildungssystem alles anstellt. Jo, beziehungsweise was wir bereit sind zu ändern. Und ja, ist eine sehr spannende Zeit. Ich habe heute Morgen, wie gesagt, den Unterricht vorbereitet. Aber vielleicht sollte ich erstmal zur gestrigen To-Do-Liste kommen. Die sieht jetzt so aus. Ich habe alles geschafft, außer die dritte Rezension zu schreiben. Und ich habe das Gewinnspiel nicht ausgelost, aber ich finde, das ist auch okay, weil ich möchte das Video am Mittwoch hochladen. Und da habe ich jetzt definitiv noch 2 Tage Zeit, um das zu drehen. Es ändert sich ja nichts. Also ich hatte ja die Deadline gesetzt, ich glaube dann 29.3. oder so ähnlich. Und ist also nicht so wild. Stattdessen habe ich gestern geschrieben, ich habe das 12. Kapitel beendet. Und wo sind meine Zahlen? So sieht's aus. Ich bin jetzt aktuell bei 34.000 Wörtern. Ich habe jetzt im Mai sozusagen wieder eine neue Farbe angefangen. Und das ist sozusagen mein Gewohnheitstracker. Am Freitag, den 1. Mai, habe ich mal Pause gemacht. Das hat sehr gut getan, mal einen Tag mir nicht vorzunehmen zu schreiben, sondern da habe ich ja 3 Bücher gelesen. Das war total super. Am Samstag habe ich 1.500 Wörter geschrieben und gestern 500. Das war auch okay, weil es war ein Zusatzkapitel. Ich darf jetzt nicht allzu viel sagen. Also das Kapitel hatte nur 450 Wörter oder 460, also knapp 500 halt. Und ist halt ganz anders wie die anderen Kapitel und das erfordert ein bisschen Nerven, das zu schreiben. Und ja, aber zum 3. Mai hatte ich sozusagen 2000 Wörter für den Mai geschrieben und ich denke, das ist in Ordnung. Stattdessen habe ich dann gestern den Rest des Tages verbracht mit einem E-Book, nämlich Romancing the Beat. Das hat mir Kate Stark empfohlen und da geht es so ein bisschen darum, um den Spannungsbogen in Liebesromanen. Und ja, bietet so eine Art Einteilung. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man plotten kann. Ich habe meine eigene und ich finde es ganz spannend daran zu sehen, dass ich ohne diese Methode oder da gibt es ja noch diese 3-9-27 Methode und so weiter und so fort, ohne dass die Methoden für mich funktionieren, dass ich aber trotzdem das mache, was man so tun sollte. Ne, das halt quasi als Beispiel in dem ersten Drittel lernt sich das Liebespaar kennen und im zweiten Drittel findet dann die große Liebe statt und die Zerstörung und im letzten Drittel muss man dann um die Liebe kämpfen oder so. Und in diesem Romancing the Beat, da gibt es insgesamt 4 oder 5, weiß ich gar nicht mehr, ist übrigens auf Englisch. Und muss ich mir noch Notizen machen, wie viele Worte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin immer noch mittendrin in Teil 1. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt die 3-Akt-Struktur war oder die 4-Akt-Struktur. Ist ja wurscht. Und da wird halt so ein bisschen aufgeteilt, was sollte prozentual in dem E-Book passieren und welche Plotpunkte sozusagen. Finde ich sehr interessant. Und ich habe mich noch mit einem zweiten Buch beschäftigt, und zwar Deutsch für junge Profis, weil ich ja stetig bemüht bin, meine
meine Schreibe sozusagen zu verbessern. Und da habe ich gestern die ersten 34 Seiten durchgeackert und möchte mir auch noch vertieft dazu Notizen machen. War gestern also ein wenig, also der Nachmittag war sehr Schreib- und Methoden, jetzt fehlt mir das Wort, intensiv? Nun, wie auch immer. Und ich habe noch ein bisschen in Labor Dugo gelesen. Da bin ich jetzt auf Seite 210 im 1, 2, 3, 4, im fünften Abschnitt. Heute ist der 4.5., also steht der fünfte Abschnitt erst morgen an, aber ich rushe hier ein wenig durch das Buch, macht mir sehr viel Spaß. Und wir haben hier Alex bzw. Galaxy. Sie kann Geister sehen und kommt aus sehr schwierigen Verhältnissen. Teilweise auch sehr hart beschrieben, halt so ein bisschen Labor-Dugo, wie man sie kennt. Und die wird rekrutiert für Yale. Dort gibt es 8 Häuser, die mit verschiedenen Methoden ihr Geschick verbessern. Da werden so Politiker, berühmte Schriftsteller und so weiter, Männer und Frauen von Rang und Namen hervorgebracht. Wobei ich bis jetzt irgendwie nur auf Männer gestoßen bin, ist ja auch egal. Also eine Elite-Universität, die auch noch eine zusätzliche Elite hervorbringt, und diese Häuser bedienen sich der Magie. Zum Beispiel die Börsenhainis, die lesen in den Gedärmen von einem Sterbenskranken und erfahren daraus sozusagen ein bisschen die Zukunft, Aktienkurse, und können dadurch Geld scheffeln. Und das 9. Haus ist das Haus Lethe, und die beobachten so ein bisschen, dass es noch mit rechten Dingen zugeht und die Menschlichkeit so halbwegs gewahrt wird und dass man aber auch bei diesen Beschwörungen die richtigen Schutzkreise zieht und naja, dass halt nicht das Chaos ausbricht. Und Alex ist eigentlich gar nicht geeignet dafür, vor allem auch für Yale. Sie ist ein Schulabbrecher, weil sie ganz einfach ganz andere Probleme hat. Und ja, aber sie ist die Einzige, die ohne Mittel Geister sehen kann, und deswegen wurde sie rekrutiert, und die hat ganz schön zu kämpfen, sich das alles anzueignen, was mit Lethe und den Häusern und dieser Magie zu tun hat, aber auch sie muss ja irgendwie diesen Stoff von Yale bestehen, weil sie, ja, ihre Tarnung ist, dass sie halt an einer Elite-Universität studiert, so, und sehr spannend geschrieben, also freue ich mich extrem auf die Lektüre. Genau, das ist sozusagen gestern alles passiert, und da war es dann okay, dass ich nur 2 Rezensionen geschrieben habe und das Gewinnspiel nicht abgedreht habe. Und ja, was meine Schreibfähigkeit angeht, das steht zurzeit so ein bisschen im Vordergrund, weil ja, ein Drittel meines Romans ist geschrieben und manche Kapitel sind sehr gut und manche sind noch ein bisschen... Ich kann manchmal einfach irgendwie nicht das ausdrücken, was ich ausdrücken möchte, und deswegen muss ich üben und lernen. Ich muss es lernen, denn ich möchte ja mal vom Schreiben leben. Also mir macht es auch Spaß, die Geschichten zu erzählen, auf jeden Fall. Und ich habe ganz viele Geschichten zu erzählen. Und ich habe eigentlich jetzt schon so viele Geschichten zu erzählen, dass ich 10 Jahre lang schreiben könnte mit 4 veröffentlichten Büchern pro Jahr. Und weil ich auch so viele Reihenideen habe und der Plot da auch schon existiert, zu großen Teilen. Und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll mit Schreiben. Und ja, und ich hätte auch früher nie gedacht, dass mir das Plotten so viel Spaß macht. Das tut es aber. Und ja, ich habe jetzt mein erstes Manuskript von einigen Testlesern zurückbekommen. Und ja, an der Handlung gibt es nicht allzu viel auszusetzen, aber am Stil, Ausdruck, Satzbau, alles, was man sich so einfallen lassen kann. Ich muss dringend üben. Und also ein paar kleinere Logikfehler haben meine Testleser auch entdeckt. Aber so diese grobe Handlung, die haut halt hin. Und auch was den Spannungsbogen angeht. Und das merke ich halt auch beim Planen. Also das ist jetzt was, ohne arrogant zu wirken, was ich ich sag mal, erwartet habe, weil ich diesen Plan im Kopf habe. Also irgendwie liegt mir liegt dieses Plan, aber das Schreiben, das ist so eine Sache. So, also Schreiben macht Spaß, aber es ist ein verdammter Batzen Arbeit. Und das will ich mir ja quasi noch mehr beibringen und
mich da verbessern, dass das sozusagen auch Hand und Fuß hat. Und ja, dass wenn ich dann meine Manuskripte, 2 bis 3 möchte ich ja gerne an eine Agentur schicken, um auch so ein bisschen zu zeigen, was ich so vorhabe. Und damit das auch Hand und Fuß hat und damit sozusagen dieser erste Schuss nach Möglichkeit auch gleich sitzt. Set the plan. Und ja, überhaupt nicht zu viel Druck oder so, ne? Aber ja, ich will es halt irgendwie auch so gut wie möglich machen. Und das ist mit meinen aktuellen Fähigkeiten leider noch nicht so ganz möglich. Ja, aber es war auf jeden Fall ein cooler Sonntag und wie gesagt, diese Woche steht wieder so ein bisschen unter dem Schulstern. Ich habe diese Woche auch weiterhin Hygieneaufsicht, aber wie gesagt, 2 Tage unterrichte ich. Und die Woche drauf ebenfalls. Und ich habe die letzten Stunden damit zugebracht, meinen Unterricht für die 2 Tage vorzubereiten. Und jetzt steht für die nächsten Stunden an E-Mails lesen, beantworten, korrigieren. Und heute Nachmittag wollen wir je nach Wetter eventuell nochmal 2, 3 Stündchen ein bisschen wandern gehen, wenn es halt nicht gerade 25 Grad sind, sondern wenn es sozusagen ein bisschen angenehmes Wetter ist. Und ja, und irgendwann zwischendurch oder nach dem Spaziergang oder direkt vor dem Spaziergang, da müssen wir nochmal ein bisschen unseren Zeitplan abchecken, wird natürlich wieder geschrieben. Und weil ich habe hier eine Schreibroutine zu erfüllen und möchte heute mindestens ein Kreuz machen. Coole Sache. Also ich finde, das mit dem Schreiben ist eins der größten Abenteuer, die zurzeit so, in die ich mich gestürzt habe. Eigentlich hätte ich mich gern ja mit einem anderen Abenteuer beschäftigt, aber der Nachwuchs ist uns ja leider nicht vergönnt. Und ja, da habe ich jetzt sozusagen dieses Schreibabenteuer und ich habe ja früher auch gern geschrieben und Freunden ab und zu mal so ein Kapitel geschenkt und die dann aufeinander aufgebaut haben, also quasi Stück für Stück Geschichten verschenkt. Aber da habe ich halt nie so viel geschrieben. Ich habe seit einem halben Jahr 38.000 und 34.000 sind 60, sind 70.000. Ich habe 70.000 Wörter in den letzten 6 Monaten geschrieben. Und das ist einfach eine krasse Zahl. Und auch, ja, also es ist einfach irgendwie der absolute Wahnsinn. Ich habe ein ganzes Kinderbuch geschrieben. Ich habe es geplant. Es hat Hand und Fuß. Ich muss es noch überarbeiten, aber es ist für mich manchmal unfassbar. Und wenn ich hier über einen meiner schwierigeren Kapitel sitze, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich schon ein ganzes Buch geschrieben habe. Und obwohl es ja nicht meine erste Geschichte ist, die ich schreibe, aber wirklich das erste abgeschlossene Buch, was vernünftig ist. Und ja, aber auch wie viel Geduld das abverlangt und auch wie viel Disziplin. Und ich habe das Gefühl, dass das Schreiben oder dass ich anhand des Schreibens im Schreibprozess, dass da auch mein Charakter wächst, weil ich einfach meine Fähigkeiten oder meine Tugenden, meine Werte auf ein anderes Level bringen muss. So, ich höre jetzt auf zu schreiben. Das war schon wieder ein langer Vlog dafür, dass er nur an 2 Tagen gedreht wurde. Anyway, ich mache mich jetzt wieder ans Werk, sonst wird es nämlich mit der Schule heute nichts. Beziehungsweise mit der Schule wird es heute auf jeden Fall was, aber dann wird es mit dem Schreiben nichts. Und ich habe ja quasi zurzeit irgendwie 2 Jobs. Habe ich mir das gut überlegt? Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video. Tschüss!